machen jetzt das einmal. Dann lassen wir jetzt das gleich mitlaufen. Das sind Kleinigkeiten bei Holofeeling, dass ich also von vorne weg, ich erzähle es den Geist, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt, das rauscht so bei Materialisten so durch, aber Materialisten sind Gedanken. Und es ist diese verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, auf einer höheren Ebene eins ist. Da beginnen wir mit dem Beispiel Kreis und Dreieck, waren so ein Kegel. Wenn ich Kreis und Dreieck, ich greife jetzt in die ganz alte Holofeeling-Kiste, wenn ich sage, Kreis steht für rund, gut, angenehm, schön, für alle Bewertungen, Qualitäten, die du positiv bewertest, und Dreieck, spitz, hat eckig, gefährlich, krank, böse, ist negativ. Und der Mensch will immer bloß den Kreis haben, wenn er Dreieck auftaucht. Stimmt. Das war ja dann die Falle des Positivdenkens in der Psychologie vor vielen Jahren, dass man sich dann die Sachen schön gedacht hat. Und da habe ich immer wieder gesagt, wenn du einen Haufen Scheiße vor dir hast, kannst du dir 10-mal anreden, das ist Kaviar, Scheiße bleibt Scheiße. Positivdenken ist eine Falle, weil du dir was schön denkst. Ich sage, was du begreifen musst, ist, dass wenn du was Negatives siehst, dann ist auch was Positives da. Das ist die Sache, das ist eine höhere Ebene mit dem Kegel. Das ist, wenn ich so mache. Und die Verbindungsradik schlechthin ist unser deutsches Wort und. Wenn ich das jetzt nämlich rot schreibe, dann habe ich U ist verbunden, N ist sein und D ist geschlossen. Das ist das hier. Das ist ein verbunden sein, das in sich geschlossen ist. Das Nihilo, bevor was entspringt. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Und in dem Moment, wo wir das blau machen, wird es zu einer aufgespannten Existenz, die sich öffnet. Aber dieses Und heißt, dass jetzt Wellenberg und Wellenberg gleichzeitig da ist. Und ich schaue immer nur eine Seite davon an, von unseren 16 Perspektiven. Die muss man jetzt einfach stehen lassen, entweder hat man das studiert oder man hat nicht studiert. Es ist nur eine da, das heißt, wenn ich nach vorne schaue, fällt mir das hinten. Ich denke dann nicht an hinten. Jetzt mache ich gleich den dazu, weil der mich nämlich anrufen wollte. Grüße, Tierenheimatten. Hi, Grüße, Männchen, vor die ich bin gerade am Erklären. Das heißt, wenn du nach vorne schaust, dann ist in deinem normalen Bewusstsein immer das da, was du im Fokus hast. Das haben wir ja tausendmal durchgespielt. Es wird nicht von Menschen, die du dir ausdenkst, verstanden, weil alles, was du dir ausdenkst, kann das nicht verstehen. Das sind Existenzen. Und jetzt ist es schön, wenn ich jetzt ganz bewusst immer sage, in dem Moment, wo ich nur etwas anfokussiere, ich bin jetzt du und ich schaue auf den Monitor. Da sehe ich jetzt den Bild und muss da sein. Ich sage, was du Geist siehst, hängt erst einmal davon ab, wer du zu sein glaubst. Wenn du jetzt in diese Pixelköpfchen, die du vor dir hast, hineindenkst, in diese fünf, das sind jetzt fünf Köpfe vor dir. In der Regel, sag mal. Wenn du dir was hineinstehst, sein würdest du jetzt aus diesen Köpfen, aus diesen Augen herausschauen, wenn du diese Leben leben würdest, hast du jedes Mal zwar einen Monitor vor dir, aber ein Monitor vom Bild an. Ganz schlecht, momentan. Der Ton ist ja, schlecht, momentan. Ja. Bei dir auch schlecht? Ist ja. Wieder ja, besser? Bei mir auch. Was geht's wieder? Ja, gut. Jetzt geht's. Geht er wieder? Ja. Also ich habe es einmal frei. Also nochmal, das ist mein vom Weißenbuch-Vortrag das Beispiel mit unseren 201 Menschen. Das heißt, in den Köpfen, die du dir jetzt hineindenkst, du kannst dir jetzt nicht ausrechnen, was du durch die Augen der Helga siehst. Gut, da ist jetzt ein Monitor mit Bildern, das kannst du grob konstruieren. Aber was im Hintergrund des Monitors ist, kannst du nur wissen, wenn du weißt, wie der Helga ihre Wohnung aussieht. Ist das in jedem das Programm, dass der du zu sein glaubst, bestimmt jetzt letztendlich, was du aus den Augen von dem heraus siehst. Klingt jetzt unheimlich kompliziert, den Weißenbuch-Vortrag anhören. Ich habe in zig Beispielen, bringe ich das mit dem Saal mit den 201 Menschen, wo 200 drin sitzen und einer steht auf der Bühne. Aber was jetzt mir wichtig ist, ist, dass das auch nochmal oberflächlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt ganz normal sitze und mir ein Video anschaue, dann habe ich den Fokus ja bloß auf dem Monitor. Ich kann mir jetzt bewusst machen, was der Hintergrund ist, was du in der Regel überhaupt nicht machst. Ich behaupte, wenn du zum Beispiel jetzt als normaler Mensch abends einen Film anschaust, ist die meiste Zeit der Fernseher gar nicht existent. So wenig wie das Buch existiert, wenn du einen Roman liest. Dieser Glaube, dass das, was du dann denkst, wenn du an das Buch oder an den Fernseher denkst, dass das immer da ist, meine Windschutzscheibe beim Autofahren, ist eine Selbstlüge. Die muss klar sein, wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit.
Aber ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ich mache jetzt einmal den Udo. Da hast du ja das Bild vor dir. Und der Udo hat jetzt einen Monitor vor sich. Den Hintergrund kennst du nicht. Da müsstest du die Wohnung vom Udo kennen. Und ich kann mir jetzt als Udo bewusst denken, was ist jetzt hinter mir? Und jetzt pass auf, jetzt ist es interessant. Du siehst es ja aus deiner Perspektive, zumindest auf dem Monitor. Und ich sage jetzt, ich denke jetzt, hinter mir ist Nürnberg. Hinter mir ist Nürnberg, weil ich jetzt in den Spiegeltunnel weiter reingehe. Du merkst, da öffnen sich Möglichkeiten des Denkens. Was ist jetzt hinter dir, Martin? Jetzt meinst du das Fenster oder die Hauswand außerhalb vom Fenster? Du kannst dich ja aber weiter in den Spiegel reindenken. Mhm. Das sind die Türen, die ich öffne. Wir haben vollkommen freien Geist. Und das sind keine Regeln. Und jetzt komme ich eigentlich, was ich sagen wollte, als Hauptelement. Das ist hier Interpretationen. Dass ich immer wieder sage, das Ziel, die Verwandlung, die ich versuche in dir auszulösen, indem ich dir erkläre, was du bist. Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch anhörst und auch ausdenkst. Du musst dich davon lösen, dass irgendein Gedanke, dass irgendeine Information, die du jetzt anschaust, es ist hundertprozentig sicher deine Information. Es ist dabei gleichgültig, ob es jetzt wirklich nur ein Gedanke ist oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist. Dass diese Information als Ding an sich unabhängig von dir existieren wird. Das ist blinder Materialismus und dieser Materialismus gilt auch für jeden religiösen Menschen, egal welcher Glaubensreligion du dich zusprichst oder ob du ein Esoteriker bist. Ich behaupte, in deinem Alltagsbewusstsein denkst du an so viele Sachen und ich sage dann immer wieder, schau in dich rein, was du glaubst. Mir geht es nicht darum, dass du deinen Glauben veränderst, sondern dass du dir zuerst einmal bewusst machst, was du im tiefsten Innern glaubst. Und dann wirst du zuerst einmal mit Entsetzen lernen müssen, akzeptieren müssen, dass über 99% dieser Glaubenssätze, die du in deinem Kopf nur durch Glauben verwirklichst, dass du die nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Prinzipbedingt. Ich nenne das das Geschwätz vom Zweiten. Das ist das Allererste, was man sich klar machen muss. Dass irgendein Gedanke, den du denkst, diese Information, dieses Ding, ob das jetzt eine Erdkugel ist, ob das ein Pudding ist oder Rumpelstilzchen ist, dass das auch dann da außen existieren würde oder Neandertaler. Jetzt spreche ich ein Wort, an was denkst du bei Neandertaler? An irgendwelche Urzeitwesen, die vor so und so viel zigtausenden von Jahren auf der Erde rumgelaufen sind. Das entsteht aber erst, diese Vorstellung entsteht erst, wenn du praktisch wie aus einem Computer aus der Datei die Bilder auf deinem Bildschirm holst, wenn du Informationen draus machst. Was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Das macht dich allein. Und dann haben wir Reizauslöser. Jetzt mache ich eine raumzeitliche Geschichte. Heinz ruft mich an, das ist der Dicke mit der Brille, und sagt, die Diana hat ihm gesagt, dass irgendwie sie gelesen hat, dass das Geld jetzt Einheitsgeld gibt oder dass die das abschaffen wollen. Und er ist total entsetzt, weil ihm eine panische Angst anfällt. Und ich sage, das sind Worte und du konstruierst jetzt eine ganz persönliche Zukunft von dir und es hat Panik in dir ausgelöst. Und worum es mir geht, ist nicht, dass du irgendwas veränderst, sondern dass du dich erhebst. Das sind die einfachen Sätze. Und du schlichtweg und einfach dich und dein Werte- und Interpretationssystem und deine Informationen beobachtest. Du kannst zurzeit nur deine eigenen Informationen beobachten. Und zwar beobachten kannst du immer nur das, was jetzt da ist. Egal, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob du das denkst, feinstofflich. Aber das unterliegt einem ständigen Wechsel, weil jeder neue Gedanke, jeder neue Blickwinkel zerstört den bestehenden Blickwinkel. Das ist hundertprozentig sicher. Und egal, wie jetzt einer von den Figuren, die eventuell in dir in Erscheinung treten, als Information darauf reagieren, das muss dir am Arsch vorbeigehen. Weil die Information, sprich diese Figur, die irgendwas anders behauptet oder das nicht glauben will, schon wieder weg ist, wenn du sie nicht denkst. Das gilt jetzt auch, Martin, wenn du an deine Söhne denkst. Aber der Wahn ist, dass der Materialismus alles auf den Kopf stellt. Der meint, wenn du an deine Söhne nicht mehr denkst, wenn die nicht mehr da sind, hast du sie verloren. Ich sage, dann hast du sie zurückbekommen. Weil die existieren ja nur, wenn du sie dir ausdenkst und gedanklich vor dich hinstellst oder auf die Farbbrille holst.
dann erst beginnen sie zu existieren. Das gilt für jede Information. Aber in dem Moment, wo du die nicht mehr denkst, fallen die wieder in dich rein, in den, der du bist. Zumindest in den, wo ich jetzt dir versuche zu erklären, dass du das bist. Das bist du hundertprozentig sicher. Ja. Und das ist die Quelle von Leid. Und wenn ich jetzt auch beobachte dich, dieser Beobachter, bist du erst in dem Augenblick. Wenn du dich überhaupt nochmal einmischst und das, was du siehst, nicht mehr wertest und nicht mehr interpretierst. Die Kunst des vollkommen wertfreien Sehens. In den Heinz, in mir, mit dem Heinz-Programm, sind Informationen auftaucht. Diana sagt, das Geld wird abgeschafft oder wird ein Einheitsgeld. Und ich kann jetzt beobachten, wie ich total panisch reagiere. Aber ich als Beobachter werde dabei nicht panisch. Ich mache mir das bewusst, was für ein Chaos diese Logik, diese zwanghaften Reaktionssysteme in mir auslösen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du dich beobachtest, dass du feststellst, dass du ständig, wenn was auftaucht, Sachen möglichst lange da außen am Leben erhalten willst, weil du noch in dem Wahn lebst, ich sage immer, der Bruch des zweiten Gebotes. Ich kann immer wieder bloß sagen, wenn christliche Menschen kommen, keiner spuckt meiner christlichen Lehre mehr ins Gesicht wie Christen. Liebe deine Feinde. Sie sind so massiv voller Feindbilder. Umso mehr einer glaubt, er hätte das richtige Recht, die richtige Logik. Mach dir mal bewusst, wie viele Feindbilder du in dir trägst, dann darfst du dich nicht Christ nennen. Und das Spiel beginnt mit, mach dir kein Bild von dir selbst, du bist ein Adam, ein Gotteskind. Das ist das, was ich dir erkläre. Du bist kein sterblicher Trockennasenaffe. Du spielst zurzeit in deinem Traum bloß die Rolle eines Trockennasenaffen. Du bist kein Enosch. Du bist ein Adam. Und dann dieses ganze, kleinen Moment, Martin, dieses ständige Beweisen wollen, was ich sage, wenn mir irgendeiner zeigt, so ein Blödsinn, ich werde dir beweisen und dann bringst du mir irgendeine Schrift, wo drin steht, Jahwe ist ein Kriegsgott und es ist ein Zerstörer und so weiter und so fort. Es sind Worte, wo du dir eine Vergangenheit nach ausdenkst mit einer persönlichen Interpretation. Da kann der Udo tausendmal sagen, egal welche Schrift, welche Internetseite du mir als Beweis zeigst, ich zeige dir tausend Internetseiten, lasse ich in dir auftauchen, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil behauptet wird. Oder was ganz was anderes. Das sind doch keine Beweise, es sind einfach nur ständig wechselnde Informationen. Du musst in einen Zustand der absoluten Wertfreiheit kommen, dann wirst du der, der du immer bist. Und alles andere kannst du beobachten, wo du Interessen hast. Und jetzt kommen wir hier zum Beispiel in Bezug auf den Trockennasenaffen. Wenn du Schmerzen hast, dann wirst du feststellen, dass dein Programm massiv diese Schmerzen loshaben will. Indem du dir Schmerztabletten reinschmeißt. Oder wenn eine größere Krankheit ist, dass du Magenkrämpfe kriegst, dass du zum Arzt rennst. Ich als Udo werde zu niemandem sagen, du sollst nicht zum Arzt gehen. Ich sage, beobachte, wie du reagierst und lass das laufen, ohne dich einzumischen. Und dieser, nur dieser Beobachter wird irgendwann einmal die Sinnlosigkeit erkennen, wenn er selbst mit irgendwas, was er denkt, nicht einverstanden ist. Das nenne ich Entheiligung, dann entheiligst du dich. Das hält dich nämlich in diesem Körpergefängnis fest, das du möglichst lang am Leben erhalten willst. Aber der Körper, dein momentaner Körper, ist vergänglich. Da kann der Udo tausendmal sagen, der Mensch als Ding an sich, dieses Buch, das du zurzeit durchlebst in ständig wechselnden Bildern, da verändert sich das, was du sagst, das bin ich vom Säugling bis zum Greis. Oder wird jeder nochmal, das bin ja immer ich. Okay, ich bin ein Säugling, ich bin ein Jugendlicher, ich bin ein Erwachsener, ich bin ein Greis. Nein, du bist der, der sich das ausdenkt. Und der ändert sich nicht. Du kannst was Existierendes nicht am Leben erhalten. Es ist ein ganz einfacher Satz und jetzt kann ich wieder sagen, wenn du jetzt versuchst, es irgendeinen normalen Menschen zu erklären, du wirst die vollkommene Geistlosigkeit dieser Figuren erkennen. Alle, ohne Ausnahme. Und ich sage immer dazu, wenn dir das nicht erst einmal an dir selbst auffällt, an deiner eigenen Logik auffällt, wirst du ewig als Geist in dem Gefängnis bleiben und Geist bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Es wird sich bis in alle Ewigkeit wiederholen. Du hast da doch keinen irgendwo um dich herum zu verändern. Wenn du dich veränderst, wird sich die Welt um dich herum verändern. Wir haben aber immer 16 Seiten, das ist das Beispiel. Das erste jetzt, die Helga-Geschichte vom letzten Selbstgespräch.
dass die sich so verändert haben, dass wir so eine Gemeinschaft haben. Das klingt ja schon fast wieder wie eine Sekte. Das ist keine Sekte, da treffen sich einfach ein paar Brösel unter Brösel und die reden über Gott und die Welt. Und dann gehen sie wieder auseinander und da hat es früher Diskussionen gegeben und plötzlich merken die, dass die sich gegenseitig bereichern. Das ist das, wo ich sage, wenn einer in dir auftaucht, der irgendwas behauptet, was deiner Logik widerspricht, dann hat er irgendeine Perspektive, wo du nicht hinziehst. Das ist, wenn ich jetzt behaupte, zum Beispiel, dieser Becher hat einen Henkel. Dann sehe ich offensichtlich was aus meiner Perspektive, wo du nicht sehen kannst. Und dasselbe gilt in jeder Diskussion. Diskussionen sind Kampf um einen Standpunkt. Ich diskutiere nicht, habe ich vor über 30 Jahren schon gesagt. Ich führe jetzt einen Monolog, ein Selbstgespräch. Ich erzähle es dem, der uns jetzt ausdenkt. Uns meine ich jetzt die Brösel auf dem Bildschirm und sich selber. Du bist zurzeit der einzige reale, körperlich wahrgenommene Mensch, der natürlich nur existiert, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Ob die Pixelmännchen, die du dir ausdenkst, jetzt auch vor dem Computer sitzen, sie sind jetzt hundertprozentig in deinem Kopf und egal, wo du dir die hindenkst, ob du dir jetzt die Helga nach Chemnitz denkst oder den Redo nach Zürich denkst oder den Heinz auch ich nach Wien denkst oder den Madden nach Holland und den Udo nach Weißenburg, die sind immer hier und jetzt in deinem Kopf. Hundertprozentig. Aus diesem Kopf, aus diesem Punkt kommt nichts raus, es kann sich bloß was aufspannen. Holo-Feeling überragt alles an Philosophie. Es ist kein Glaube im herkömmlichen Sinn, kein Denksystem, sondern das Summa summarum aller Denksysteme. Der, wenn ich schon zuhöre, darum kennt Holo-Feeling auch kein Gegenteil. Das sind wieder Einsichten, die Holo-Feeling zu einer Sekte machen, zu einem Glauben machen, die Holo-Feeling-Gemeinde, dieses ganze Geschwätz, die haben doch gar nicht verstanden, die hören doch gar nicht zu. Da kann doch gar kein Geist sein, der mir zuhört. Das predige ich in tausende von Selbstgesprächen. Holo-Feeling ist auch nicht besser wie irgendein anderer Glaube. Es ist nichts. Es ist ein absolutes Nichts, aus dem alles entspringt. Das ist einmal das, was, und das kann nur Geist verstehen. Geist kann nur von Geist verstanden werden. Und dazu nochmal, Bewusstsein ist nicht intellektuelles Wissen. Du bist Bewusstsein. Du, derjenige, dem ich das jetzt erzähle. Und du bist der Einzige. Du bist Wirklicht, der Einzige, das wirkende Licht. Mein Diaprojektor-Beispiel. Der Geist in dem Projektor, der letztendlich dann über diese Projektionsmaske die Bilder, diese simple Metapher, diese ständig wechselnden Schatten, Zell, ZL, die Geburt von Licht. Die Widersprüche, wo du siehst, wenn du nur nachplapperst. Diese Schizophrenie in Physikbüchern, auch in Religionsbüchern. Ich mache mal noch mal ganz, ganz kurz. Hebräisch, Lavat, glaube ich, was den Namen gar nicht mehr, ich war immer verballter mit Namen. Ein Jude, Hebräer, Professor Linguistik für hebräische Sprache. Der erklärt in seinem Buch, dass es im Althebräisch, dass es da keine Zeitformen gibt. Kann man überall nachlesen. Das Althebräisch kennt keine chronologische Zeit, es kennt eigentlich grammatikalisch plus perfekt und imperfekt. Perfekt ist das, was ist, was abgeschlossen ist, es ist, natürlich nur, wenn ich es denke, und imperfekt, dass es im Werden ist. Es ist dann Zukunft. Kann man sagen, es wird ja noch. Das ist, darum sage ich, die 10 Gebote sind in imperfekt geschrieben, weil hier eben kein Zwang ist. Das beginnt immer, nicht sollst du, nicht kannst du. Du wirst, da steht immer ein Nicht, also der Imperfekt selber ist immer wieder dieses, du kannst, du sollst, du wirst. Du wirst modden. Du kannst modden, du sollst modden. Und vorne die Verneinung noch, le, das beginnt immer le darf. Das heißt, nicht sollst du modden. Nicht sollst du stehlen. Es ist rein ein Vorschlag. Es ist keine Befehlsform. Rein grammatikalisch. Aber worum es mir jetzt geht, dass dieser Professor, und jetzt kommt diese kleine Stelle, der erklärt es und dann kommt das nächste Kapitel und dann sagt er hier, und es ist Licht und es war Licht. Der ist doch hochgradig schizophren, der weiß doch nicht, was er spricht. Da steht grammatikalisch zweimal eine Wiederholung, es ist Licht und es ist Licht. Das sind zwei Lichter. Das ist übrigens dann in der Schöpfungsgeschichte, die auch keine chronologische Abfolge sind, diese Tage, weil es gibt nur einen einzigen Tag, das ist heute. Denk wieder an das Musical Der kleine Tag. Ich bin heute. Jeder Tag ist heute. Wenn du jetzt
an gestern denkst, ist dieses Gestern, das du jetzt denkst, heute. Du denkst es dir bloß woanders hin. Ja, genau. Und wenn du an morgen denkst, ist auch heute. Ja. Und nur ein Sprengstoff, gefährlicher wie eine Atombombe. Es ist vollkommen unmöglich, dass du in 2 Stunden ein Glas Wasser trinkst. Du kannst es jetzt denken, dass du es tust. Aber dann realisier du und kannst du das auch bloß jetzt. Diese simple Metapher beweist dir hundertprozentig sicher, dass alles, was ist, immer jetzt ist. Es kann nur jetzt auftauchen, in einem ständigen Wechsel, und alles, was an der Oberfläche wechselt, denk wieder an die Bilder von dem Film, die du dir jetzt wieder in einem Zeitfenster ausdenkst, sind auf der Datei alle gleichzeitig da. Wie viel tausendmal muss ich noch meine Bücherregal-Metapher wiederholen, bis du begreifst, dass sobald du vor dem Bücherregal stehst, das ist eine große Kollektion, alle Bücher gleichzeitig sind und alle Worte in diesen Büchern jetzt sind. Und wenn du ein Wort aussprichst, sprichst du das jetzt aus, egal welches Buch in der Hand hast, welche Seite, welche Zeile, welches Wort du anschaust. Du kannst es nur jetzt zu einem Geräusch machen. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das ist kein esoterisches, religiöses Geschwätz. Stille stehen wir die Zeit. Johannes Offenbarung. Es ist 1000-mal mehr Physik und Weisheit, wie du in deinen Physikbücher findest, das ist der Anfang eines Übels, wobei nicht verkehrt gelaufen ist. Das ist das Eigenartige. Du wirst von mir niemals hören, dass irgendwas, was du denkst, unwichtig wäre. Und wenn es der kleinste Hauch von einem Gedanken ist, es ist eine winzige Facette aus dieser heiligen, unendlichen, alles umfassenden Datei, aus der unendlich viele Möglichkeiten entspringen können. Für dich ist immer nur das da, was du rausholst mit deinem Interesse. Das wiederum hängt von deinem jetzigen Intellekt ab. Darum musst du deinen Intellekt erweitern. Und dann kommen wir zu dem Chat-Denken. Das Chat-Denken ist, dass du im Jetzt einen extremen Komplex denken kannst, ohne an was zu denken. Das ist, wenn ich sage, kannst du lesen und schreiben, und du sagst ja. Kennst du den Film und du sagst ja. An was denkst du dann? An was denkst du, wenn du an deine Wohnung denkst oder an die Heimatstadt, die du dir jetzt ausdenkst? Wo war die eigentlich die ganze Zeit? Jetzt könnte ich wieder sagen, wenn du der Heinz bist oder irgend du jetzt als der vom Computer sitzt, mache ich Schnitt? Hast du Brille auf oder nicht? Wo war die ganze Zeit? Wenn du der Matten bist, ist dir bewusst gewesen, dass du zurzeit nur 2 quäkige Kopfhörer in den Ohren hast, die dich anbrillen? Ist dir das aufgefallen? Die sind, alles entsteht in dem Moment, wo du dran denkst. Es ist immer nur das in einem ständigen Geflacker da, was du im Fokus hast. Und es geht nicht, dass du irgendwas veränderst, sondern dass dir bewusst wird, wo die Quelle von Leid liegt, weil du ja eigentlich gar nichts Neues willst. Das ist ja einseitige Aussage, ich nenne das Kategorie 2, eigentlich willst du dann doch was Neues. Und jetzt kommen wir zu den 16 Seiten. Alles Neue, was du anstrebst zu erfahren, muss kompatibel sein mit deiner jetzigen Logik, mit deinem jetzigen Wertesystem. Du willst neue Informationen, was Neues erfahren, das dürfen aber nur Dinge sein, die dir logisch erscheinen, die du als gut definierst. Alles, was du negativ definierst oder unlogisch, willst du gar nichts damit zu tun haben. Das ist die Grenze des Gefängnisses, wo du dich einsperrst geistig. Und es ist nur dein Traum. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Wenn du wach bist, bist du auf einer höheren Ebene. Und das ist jetzt definitiv so, wie ich immer wieder sage, unsere 3x3 Wachstumsstufen von der Befruchtung des Eis bis zur Auflösung des physischen Körpers. Das beginnt bei der Befruchtung des Eis. Die ersten 3 Wachstumsstufen, die Matrix, Ei, Raube, Embryo nenne ich das, Schmetterling, das ist die kleine Psyche. Dann änderst du von der Matrix 1 zur Matrix 2, das ist in dem Film Matrix, wenn du abgenabelt wirst. Jetzt beginnst du wieder, das kleine, der kleine Säugling, der Schwamm, der noch nicht vollgesaugt ist, in einer chronologischen Metapher. Und dann sage ich jetzt definitiv, wenn du als Säugling in die Windeln magst, dieser Kleine ist weder krank, noch läuft was verkehrt, noch ist er dumm oder blöd, er ist unreif. Er ist einfach unreif. Er hat zuerst einmal zu lernen, dass er nicht in die Hosen macht. Wenn er dann 18 oder 20 ist, dann kann er das, dann hat er was anderes zu lernen. Und das ist jetzt das Interessante in der Matrix 2. Du jetzt, es ist immer der Übergang, als erwachsener Mensch, hast offensichtlich immer noch nicht verstanden, dass jetzt symbolisch gesprochen dasselbe sich auf einer höheren Ebene wiederholt. Du hast zu lernen, dir nicht in die Hosen zu scheißen vor Angst.
Vor was hast du eigentlich Angst? Vor deinen eigenen Gedanken? Du hast Angst, dass du einen Gedanken, den du jetzt denkst, dass du den verlieren könntest. Obwohl du doch, wenn du mit Geist schaust, feststellst, der ist doch schon wieder weg, wenn du ihn nicht mehr denkst. Und du bist nicht in der Lage, einen neuen Gedanken zu denken, ohne den bestehenden Gedanken wieder in diese Einheit reinfallen zu lassen. Aber hast du dann was verloren, wenn du es zurückbekommst? Du musst, um was sehen zu können, einen Unterschied aufbauen in dir. Und du schaust halt, der Unterschied besteht, sagst du mal, aus 16 Facetten, wo du immer nur eine anschaust. Ich beschreibe das, was jeder 13-Jährige hier und jetzt sofort auf der Stelle, wenn er meinen Gedankengang mitgeht, nachvollziehen kann. Du hast jetzt ein Monitor oder Handy vor dir und dann denkst du nicht an hinter dir, über dir und das ganze Zeug. Das kannst du natürlich auch denken. Du kannst auch Sachen gleichzeitig denken. Während du auf den Monitor schaust, kannst du dir denken, dir vorstellen, was hinter dir ist. Aber das ist ja dann deine Information. Aber das, was vor dir ist, ist auch deine Information. Weil wenn es nicht deine Information wäre, die Form in dir wäre, in diesem Punkt, würdest du es ja nicht sehen. Und jetzt brauchst du Unterschiede. Das ist das Erste, deine Divisionen. DI, die Öffnung deines Intellekts. Wobei wir wissen ja, DI hebraisiert heißt schlichtweg und einfach, also Dalet J von rechts nach links geschrieben, heißt genug, eine genügende Menge. Du hast mit diesem kleinen Augenblick dir bewusst zu machen, was da ist, genug zu tun. Erst dann kannst du irgendwann einmal anfangen, in Chat zu denken. Wenn du den spiegelst, das DI, kriegst du J. Das ist das hebräische Wort, eine intellektuelle Öffnung. Das ist die Hand, du hast es in der Hand. Aber unsere Hand wiederum ist die Quintessenz und AND heißt, ich werde auf- und abschwingen. Die Schöpfung, AND, die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Ich rede von einer Physik, wo deine Welt nichts weiß. Zeig mir die Weisen deiner Welt, die haben keine Ahnung davon. Und wieso? Weil die Weisen deiner Welt jetzt in diesem Moment entstehen, wo du dir die ausdenkst. Und jetzt denkst du dir, was die alles wissen. Unser Matten, jetzt normal gesprochen, hat Philosophie studiert. Wie viele Philosophen hast du dich beschäftigt? Ist dir klar, dass die Philosophen, die du dir ausdenkst, jetzt, dass du dir die nur deshalb ausdenken kannst, weil die auf deinem Schwamm einmal dir das erzählt hat? Kann ein Philosoph, den du jetzt denkst, anders sein, wie du ihn dir ausdenkst, aber kannst du ihn dir anders ausdenken, wie man dir das erzählt hat, dass der angeblich war? Und jetzt denkst du dir als Quelle deine Lehrer aus, wo wissen die eigentlich her, wie die Philosophen waren? Weil man ihnen das auch erzählt hat. Das ist unser Aphorismus. Meine Wahrheiten, was sind meine Wahrheiten, die ich wahrnehme? Sind das dann mal meine Gedanken? Aber sind es nicht die Gedanken meiner Lehrer und meiner Erzieher, die ich geistlos nachplappere? Und wo haben die ihre Gedanken her? Ich denke mir jetzt, dass die Lehrer, die jetzt meine Gedanken sind, ihre Gedanken von denen ihren Lehrern haben, die jetzt auch meine Gedanken sind, weil ich ja immer nur meine eigenen Informationen anschaue. Wenn man das tausende Male sich anhört und wiederholt, wird dann dieses simple Prinzip klar. Das Einzige, was dich hindert, dass du das verstehst, ist eben diese Unachtsamkeit. Es ist, was wir machen, ist keine Religion. Es ist einfach nur die absolute Bewusstwerdung von dem, was sich in einem abspielt. Das ist ja rudimentär schon in den von uns jetzt ausgedachten, uns meine ich ein Singular, der sich jetzt hier die ganze Welt ausdenkt. Natürlich, je nach Intellekt denkst du dir andere Welt aus. Du denkst an einen anderen Körper, wenn du an dich denkst. Mein altes Beispiel, wenn ich sage, ich bin in einem Saal mit 200 Menschen und ich sage, schließe mal deine Augen. Dann sind 200 Programme, die hören, schließe mal deine Augen. Und je nachdem, welches dieser Programme, welches dieser Egos du in dir trägst, würde ich das zuerst einmal an einen ganz bestimmten Körper denken lassen, wo du sagst, das bin ich. Obwohl ich praktisch nur einen Geist habe, aber 200 verschiedene Programme und jeder dieser intellektuellen Systeme zwingen dich, einen anderen Körper in dir aufzubauen, an dem du dann die Augen zumachst. Und dann sage ich, jetzt denk, du bist bei dir zu Hause und stehst vor dem Kühlschrank. Dann tauchen 200 verschiedene Kühlschränke auf, aber immer in demselben Geist. Auf dem Bild ist es immer derselbe Computer. Was für ein Kühlschrank auftaucht, hängt von dem Programm ab, von dem Ego-Programm ab, mit dem er läuft. Es läuft auch immer auf demselben darstellenden Bewusstsein dann ab. Bist dabei, Matten? Ja, ja, völlig. Das ist komplett easy. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für alles. Kurz bevor du zugeschalten hast,
wo der Redo noch erzählt von einer Bekannten hier mit dem Axiom mit der Chronologie, was die in die Wahnsinn drin hat, war die Sache mit dem Ei und der Henne, was war zuerst da? Mhm. Das Problem stellt sich gar nicht, wenn du begreifst, dass alles gleichzeitig ist. Wellenberg und Wellental kommen nie nacheinander. Den Satz, wo ich gesagt habe, wenn du Einseitigkeiten bekämpfst, ich will nur Berge haben, ich will mit den Tälern nichts zu tun haben. Ist jetzt eine Welle, ist ein Berg, ist eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Du brauchst den Unterschied. Wenn ich bin, du sag ich, das nichts, nichts. Das ist Alla. Implosion, Explosion. Dehnt sich was aus oder fällt es zusammen? Du merkst, ich habe jetzt schon wieder, dehnt sich was aus oder fällt was zusammen? Es ist jetzt, du musst es zusammenschieben. Da würde ich im Blindfeld, irgendwann der Blindfeld-Vorträge, wo ich genauer drauf eingehe, wo wir die Achsen drehen. Jetzt kommen wir in die Geometrie. Das ist nicht kompliziert. Das, was du brauchst, ist Neugier. Neugier auf dich selbst und rudimentär in den asiatischen Glaubenssystemen, wo Meditation betrieben wird, ob das Zen-Buddhismus ist, all das ganze Zeug, da ist das rudimentär drin, aber die wesentlichen Sachen in dieser, ich benutze mal das Wort, in dieser Brutalität, wo ich dich mit Holofeeling darauf hinweise, findest du nicht. Diese absolute Reduktion auf das Wesentliche, was immer ist. In deinem Leben gibt es einen konstanten Parameter, das nennst du Ich selbst. Und bei diesem Ich selbst wird geschrieben, dass du nicht an deinen Körper denkst. Dass ich, wenn ich jetzt mit jüngeren Charakteren rede, du immer hier mit der Nele, dass ich sage, du musst eins klar sein, jetzt rein als Geist, bewusst als ausgedachter Geist, deine Oma, wenn die an ihren Körper denkt, der, der sich diesen Körper ausdenkt, der fühlt sich kein bisschen anders, wie wenn die, deine Oma sich als 20-Jährige gedacht hat. Das, was du bist, das dieses Leben erlebt, dieses Nicht-Denkbare, was ich versuche dir zu erklären, das kannst du dir bewusst machen, aber nur, wenn du dieses Bewusstsein bist. Fühlst du dich älter oder jünger? Du bist der, der alles fühlt, du bist aber keine Information, keine existierende Information und dann bist du es doch wieder. Das ist, der widerspricht sich ja laufend. Die Kunst ist eben, dass alles, was sich widerspricht, eigentlich untrennbar zusammengehört. Bist du jetzt jung oder bist du alt als Geist? Das hängt davon ab, was du denkst. Wenn du dich jetzt alt denkst, jetzt hast du die eine Seite, die Helga, ist aber im selben Moment auch eine junge Helga. Weil zu alt und zu jung gehört wie Wellenberg und Wellendal. Und wenn du dich jetzt als einen jungen Menschen denkst, wenn ich sage, du glaubst, du bist die Nele, im selben Moment schon eine alte Nele da. Ich sage, du wirst auch einmal alte Suppenhuhn. Ich sage, super, wann du das wann wirst, jetzt. Weil wenn die dir auftauchen kann, immer bloß jetzt in dir auftauchen. Das Leben wird zu unendlich leid, wenn wir aufgehören, was gar nicht für die Wichtigkeit ist. Ich bin da auch offen, du. Warum ist denn schlecht? Ja. Ja, ja. Das ist der Weg von mir. Verstehen oder wieder verstehen kann. Du dir nicht das jetzt erzählst, egal wer du zu sein glaubst. Und alles, was du ausdenkst, sind vergängliche Erscheinungen. Wenn ich immer sage, ich, jetzt ist immer, wenn ich rede, meinst du, ich rede mit ich, meine ich den Udo? Ich sage, da musst du auf den Kontext achten. Ich wechsle die Kontextebene. Ich rede als ich UB oder ich rede als Brüssel Udo, aber das hörst du im Kontext. Da musst du Fenster aufspannen. So wie wenn ich das Wort Krebs isoliert dastehend habe, ist das nichts aussagend. Aber sobald das Wort Krebs in dir auftaucht, entspricht das aus einer tiefer liegenden Datei. Und die Datei bestimmt jetzt letztendlich, die ja im Hintergrund in dir drin liegt, ob du aus dem Zusammenhang gerissenen, ich sage mal aus einer Seite herausgelesenen Wort Krebs, wo du ein Geräusch Krebs denkst, diese Seite, der Hintergrund bestimmt, ob du an eine Krankheit denkst, an ein Sternbild denkst oder an ein Schalentier denkst. Das ist so das große Geheimnis in der Fourier-Transformation, wo ich sage. In einem Triangelschlag, sage ich jetzt als alter Tontechnik, in einem Triangelschlag ist die komplette Symphonie drin. Wenn ich den isoliert betrachte. Weil den wird es ohne das Buch, das Wort wird es ohne die Seite, ohne die Zeile, ohne die Seite, ohne das Buch gar nicht geben. Wenn du die Transversale verstanden hast. Weil alles, was du heraushebst, hängt immer zurück. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel das Wort Karin sage oder Ruth sage, das ist so, es gibt ja so viel Ruth, so viel Karins.
Du hängst immer in einer ganz, ganz kleinen Facette, in einem winzigen Blickwinkel deines Denkens drin und du hättest die Freiheit, es unendlich zu erweitern. Deinen geistigen Horizont, wie man das nennt. Existenzen sind nicht für die Ewigkeit. Darum soll ich auch Museen irgendwas restaurieren, halten wollen, selbst völlige Glaubenssysteme. Was war das jetzt ausgedachte Deutschland in einem jetzt ausgedachten vor 1000 Jahren? Da hat es noch gar kein Deutschland gegeben. Deutschland schafft sich ab. Ich sage, das wird es auch nicht mehr geben. Das gilt für die ganzen Reiche. Das mächtige Ägypten, was ist es jetzt? Das große römische Reich. Es sind Gedanken. Wo war das jetzt die ganze Zeit, während du es nicht gedacht hast? In dir drin. Als Seinsmöglichkeiten, das, was ich Internet nenne. Das ist die wirkliche Weisheit. Das ist letztendlich das Konzentrat aus allen philosophischen Systemen, die immer noch durchwässert sind mit raumzeitlichen Denken, mit Einseitigkeiten und Feindbildern. Und die meisten Feindbilder predigen die, die glauben, sie wüsste, was Liebe ist. Dass das eine Lüge ist, das kannst du dir ganz einfach selber beweisen, indem du dich einmal vollkommen wertfrei beobachtest, wie oft du mit irgendwas nur im jetzt ausgedachten, in der Zeitspanne eines Tages vom Aufwachen bis zum Einschlafen, wie viele Sachen in dir auftauchen, die du loshaben willst, die du nicht haben willst oder wo du negativ reagierst. Wenn du ich bist, wird dir das nicht passieren. Ich sage jetzt nicht, dass das den Udo nicht passiert. Das ist ein Programm. Ich rede von uns, mir. Weil dieses uns ist dieser eine, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Egal, wer du zu sein glaubst. Und es sind jetzt nicht nur die fünf Brösel plus der, der davor ist. Du musst jetzt nicht... Eingefroren. Das ist ja Reto. Ja. Bei mir auch. Sieht man selber weiterdenken. Geduld haben. Gleich kommt zur Rede. Siehst du das? Hey, du rede weiter, du kommst eh weiter. Helga, sag einen Zauberspruch, komm.